Heute gibt's exklusive Einblicke bei Hoa. Die Seepferdchen erobern Leipzigs Gewässer. Und Besuch bei einer scheuen Dame. Bei den Lippenbären. Kein Mensch zu sehen. Alle verschwunden. Im Mutter-Kind-Trakt. Ist gut, Süß, das beeilen wir uns auch. Die Überwachungskamera zeigt. So ein kleiner Scheiße. Ich darf ja nachher nochmal. Na klar, darfst du nachher nochmal. Die Füße. Heike hat Kindsraub begangen. Eine aufregende Tat. Doch aus gewichtigem Grund. Schätzelein. Das ist immer aufregend, weil man die ja nur wirklich ganz, ganz selten mal auch in die Hände kriegt. Da ist man immer sehr, so was Schönes. Und wenn man sieht, dass es auch gesund ist und alles schön klappt. Ich habe schon viele in der Hand gehabt, aber es ist jedes Mal wie das erste Mal. Das ist schon schön. Wollen wir mal gucken noch mal. Was haben wir denn da? Eine Heiderose. Ein Mädchen? Wunderbar. Ah, süß. Oh, ja. Ein schweres Mädchen. 2460. Das ist richtig gut. Richtig gutes Gewicht. Oh Gott, schon bist du ein Süßes. Oh. Ein Einzelkind. Das waren zwei Jungtiere und eins ist, ich glaube, am 26. oder sowas auch schon. Also vor 14 Tagen ist eins, haben wir eins tot rausgenommen. Also meine Kollegen, ich war selber nicht da. Und das hat eine Bauchwassersucht gehabt. Nicht deine, noch nicht. Und ist leider daran verstorben, also es wäre auch keine Rettung gewesen. Es war ein männliches Jungtier und jetzt haben wir hier noch diesen kleinen Wonnepoppen. Das ist nicht ungewöhnlich passiert. Und letztendlich kommt es dem jetzt hier zugute. Ist sehr schön kräftig, was oft ein anderer Nachteil eben halt ist, wenn es keine zwei sind zum Spielen, da wird, fehlt der Spielkamerad. Aber da muss dann halt die Mutter herhalten. Wofür was die Mütter da, ne? Oh, oder die Heike halt, ja. Na, bei den Füßen. Die macht es richtig gut. So, deine Kollegin, meine Kollegin möchte sie auch gerne noch mal haben. Ne? Und dann bringen wir sie so schnell wie möglich wieder zurück. Und dann muss ich jetzt erst mal sehen, denn das ist das, was ich am meisten liebe. Füße. Bärenfüße. Sind die nicht niedlich? Ja, und die werden schon sehr vermisst. Oh, das ist wirklich eine Süße. In der Mutterstube. Oh. Hoa. Auch sie erwartet bald Nachwuchs. Paparazzi? Das ist eigentlich nichts für sie. Doch heute macht der Zoo eine Ausnahme. Mit entsprechender Tarnung dürfen wir sogar in Tabuzonen eindringen. Ihr soll Blut abgenommen werden wegen des Blutbilds. Das gibt Auskunft über den genauen Geburtstermin. Die ist an sich sehr nervös und sehr zappelig, sehr kitzlig, lässt sich ungern anfassen. Und deshalb gibt es jetzt eben auch erst so spät und so kurz vor der Geburt für euch die Möglichkeit, das mit der Blutentnahme zu filmen. Allerdings muss das Kamerateam dann dazu rausgehen, weil es für sie schon nervös ist, wenn viele Leute ringsrum noch daneben stehen. Der Holger bindet sich eine Kamera um, dass wir möglichst in der vertrauten Konstellation mit dem Elefanten umgehen und für sie dieses ganze Prozedere möglichst stressfrei abläuft. Der Einzige, der an Hoas wehnen darf, der Holger Wust. Saure Stirn. Er ist der Experte für die Nadelarbeit. Und Hoas Vertrauen hat er sich in den letzten Monaten erarbeitet. Also angefangen haben wir mit einmal pro Woche, um erstmal Werte zu bekommen und damit wir die noch nicht so sehr strapazieren. Und jetzt gegen Ende der Schwangerschaft haben wir mit unserem Tierarzt ausgemacht, das jetzt alle zwei Tage zu machen, um eine wirklich lückenlose Überwachung hinzukriegen, um dann wirklich reagieren zu können, wenn der Wert so weit abfällt, dass man dann sagt, jetzt geht's los, jetzt fangen die Nachtwachen an, dass wir das nicht verpassen. Nicht, dass wir früh mal auf Arbeit kommen und das Kleine ist schon da. Na, das wäre ein Ding.
Doch jetzt erstmal Warmwassermarsch. Weil unter Umständen auf der Innenanlage ein bisschen kühler ist, wärmen wir das Ohr mit warmem Wasser ein bisschen an, machen es auch ein bisschen sauber dabei und regen praktisch so dort den Blutfluss an, dass es mir dann leichter fällt, eine volle Ader zu finden, wo man dann reinstechen kann. So, jetzt geht's los. Die Bildregie liegt nun bei Holger. In der Wasservogelstation Multikulti. Derzeit wohnen hier tropische Enten, Sporngans und drei verschiedene Pfeifgansarten. In freier Natur begegnen die sich nie. Hier müssen sie miteinander klarkommen. Doch sie leben nicht mit, eher nebeneinander. Fein säuberlich getrennt. Jede Art für sich. Vorsichtige Kontaktversuche mit den Nachbarn. Scheitern kläglich. Man bleibt dann lieber doch unter sich. Allein. Besonders die Tüpfelpfeifgänse sind eine verschworene Gemeinschaft, dulden niemand anderes in ihrer Runde. Vor allem nicht die Zwergpfeifgänse, wagen die sich über den Gartenzaun, gibt sofort ein Gezeter. Das Revier muss verteidigt werden und der Eindringling wird verjagt. So geht das Tag ein, Tag aus und immer ein bisschen Gezeter und Gezänk. Nur einmal am Tag, wenn die Stalltür aufgeht. Na ja, Gangster. Da sind alle abgelenkt. Der Christoph Urban kommt und bringt Futter. Na, mal sehen, was jetzt passiert. Hier geht's ganz friedlich zu. Bei den Schabrackentapieren. Doch gleich steht für Laila und Kopaschi ein Training an. Sie sollen nämlich bald zum ersten Mal auf die Waage. Wollen wir ein paar Pellets reinwerfen? Oder? Genau, in den letzten Stall kannst du ein paar Äste reinwerfen und ein paar Pellets. Mhm. Maria Vollring und Timo Gessner wollen das Geheimnis um ihre Pfunde lüften. Ich hab keine Ahnung, wie viel die wiegen. Und wir haben jetzt selber hier keine Waage, die müsste ich mir von Elefantenleuten mal ausleihen. Und ja, wäre halt schön, wenn es möglichst auf Anhieb oder nach ein paar Versuchen dann auch klappt. Deswegen will ich das jetzt schon mal testen. Mit einer Sperrholzplatte als Wagenattrappe. Also ist jetzt nicht so perfekt, weil die Waage wird hinterher ungefähr 20 cm hoch sein. Das heißt, die müssen auf eine Stufe laufen und wäre also schöner gewesen, jetzt noch was unterzulegen, ein paar Euro-Paletten oder so. Aber ich versuche das jetzt erstmal so. Die Platte ist ein bisschen verzogen, das ist ein anderer Untergrund. Also ist das für die schon erstmal so eine kleine Herausforderung. Mal gucken, ob sie sich da drauf stellen oder wie sie reagieren. Aber schön der Reihe nach. Okay, mach mal auf. Und zu. Okay, das hat jetzt schon mal geklappt. Laila ist drin. Und Kopaschi dran. Kopasch, Target. Kopasch, Training. Komm mit, komm.
Jawohl. Komm her. Komm. Hier, komm her. Hier. Und Target. Na. Frau Basch. Das Target. Reicht noch nicht. Heiderose. So, wird daheim schon vermisst. Jetzt bringen wir sie zurück, sie fängt an zu schreien. Ludmilla geht hörbar die Geduld aus. Oh. Rein. Ist gut, Süße, ist gut. Bloß schnell zurück. In Mutters gute Stube. So, wir müssen uns beeilen, ja. Was rein damit? Reib deine Hände noch mal ab und reib's noch mal ein bisschen ab. Menschliche Spuren verwischen. Ja, mein Schatz, geht gleich los. So. Können wir gleich mal sehen, wie die Mutti wieder hingeht. Schnell hat sich Ludmilla beruhigt. Die Störung verziehen. Die verzeiht uns das ja, auf jeden Fall. Sie hat ja doch eine gewisse Vertrauensbasis. Sonst hätte sie auch viel mehr rumgebrüllt. Sie ist ja schon gegenüber früher, also da war sie allgemein ja auch viel, ja, wilder, sagen wir mal so, ist sie jetzt schon sehr ruhig. Also sie jammert zwar und jetzt, als es jetzt ein bisschen länger gedauert hat, dann auch ein bisschen lauter geworden, aber früher hat sie richtig getobt und das geht schon. Also es ist schon recht ruhig da drauf. Wir müssen das auch nicht laufend machen. Wir sehen es jetzt schon am Monitor, wie weit die Entwicklung so vorangeht, dass alles in Ordnung ist. Und groß eingreifen können wir sowieso nicht. Das überlassen wir einfach der Mutter selber. Es ist ja trotzdem immer ein Eingriff und doch eine kleine Belastung, auch wenn sie ja wirklich ruhig ist, aber man muss da nicht laufend stören. Und ist ja dann bald so weit, dass es sowieso bei der Mutti drauf klettert, wenn alles gut geht, ist das ja auch ein paar Wochen so weit. Und dann sehen wir es sowieso laufend. Schöne Aussichten. Niedlich, einfach nur niedlich. Bei Mutter ist es immer noch am schönsten. Zurück bei der sensiblen Hoa. Schau. Jetzt geht's ihr ans Ohrläppchen. Und zum ersten Mal ist beim Aderlass eine Kamera dabei. Ganz nah. Na, jetzt sieht man sie doch schon schön. Da hab ich das letzte Mal reingestochen. Ja. Mhm. Alkohol? Nadel kommt. Feine, so eine Feine. So eine Feine. Blut läuft. So, Nadel ist raus. Nadel ist raus. Ja. Ne, die hat es heute eilig gehabt. So, das war's schon. Holger macht sich auf den Weg. Und ab. Zum Geburtsorakel. Ja, hat sie gut gemacht, nicht? War ganz tapfer. So, wir waren erfolgreich. Einmal Blut. Und das geht's in die Tierklinik. Niemand da? Sie kommt! Ach doch. Ich muss mich bloß mal in mein Büro noch vor. Kommt Kaffee rein kochen. In die Wärme. Was? Nicht. Doch, in die Wärme. Los, rein in die Wärme. Eve. Ich danke dir. Fasold. Ist von heute. Die kümmert sich jetzt um alles Weitere. Ich nehme jetzt die Probe, so wie sie ist, und schicke sie in einer Tüte verpackt ins Labor. Und in 2 Stunden ungefähr wird dann das Ergebnis per E-Mail aufs Handy vom Doktor geschickt. Vielleicht ist es ja bald soweit. Bei den Pfeifgänsen ein seltener Moment. Keiner hat was zu meckern. Alle warten aufs Futter. Doch dann, beim Fressen, da kommt's schon hin und wieder
zu kleinen Scharmützeln. Wenn jetzt diese Gruppen hier sich bewegen, gibt es natürlich immer Kontaktpunkte mit anderen Gruppen. Und dann werden so kleine Uneinigkeiten werden dann schon geschlichtet, indem man sich eben gegenseitig einfach voll meckert. Beziehungsweise ab und zu mal so ein bisschen auf freundliche Art und Weise am Gefieder zupft. Ja, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Und von beiden gibt's viele. Das Lustige ist, dass die am zahlenmäßigsten, am stärksten vertreten sind, dass die eigentlich die defensivsten Enten sind oder die defensivsten Pfeifgänse. Das sind die Witwen-Pfeifgänse. Da haben wir 15 Tiere. Das sind die mit dem weißen Gesicht. Das sind so die zurückhaltendsten. Wenn es irgendwie Streit gibt, dann versuchen die sich irgendwie so ein bisschen zurückzuziehen. Und die am wenigsten da sind, also das sind die Zwergpfeifgänse. Das sind die kleinen mit dem gelben Augenring. Das sind eigentlich so die, die so ein bisschen hinterhältig sind, weil sie immer so auf den richtigen Moment warten, um mal ein bisschen zuzuhacken und rumzumeckern. Und die lautesten, das sind die Züpfelpfeifgänse, die dann eben auch immer, wenn irgendeiner meckert, jetzt sieht man das gerade sehr schön, dann kommen sofort alle anderen hinterher und fangen eben an mitzumeckern. Also die, da zeigt sich das, dass die wirklich als Gruppe zusammengehören und dann eben da am meisten rumschreien. Also die hacken jetzt nicht am meisten, das sind dann schon so die Zwergpfeifgänse, die da so ein bisschen immer so hintenrum und dann zukneifen. Und die Züpfelpfeifgänse sind einfach die immer, immer die ganze Zeit rummeckern. Also das ist auch immer so lustig, wenn die so meckern, dann nimmt der Kopf so runter und dann geht es so im Gleichschritt nach vorne. Total gut. Tja, wenn so viele aufeinandertreffen, da ist immer was los. Und irgendwie scheint's ja zu gehen. Kopaschi. Ist alles gut. Komm her. Soll auf den Wagen, Dummy. Und Target. Perfekt. Ei, fein gemacht. Super. Er wiegt genau 300 Kilo. Also wenn er so steht, reicht er schon. Mehr brauchen wir nicht. Die Probe erfolgreich. Ja, weil Kopasch, willst du auch wieder runter? Komm. Auch dank Timos Zauberstab. Kopasch, komm. Dem Target. Die kennen dann das Ritual schon, sage ich mal, dass die immer an den Ball kommen müssen. Und das hat ja jetzt auch super geklappt. Er läuft mir einfach hinterher. Ich kann ihn dadurch einfacher dann nochmal drehen. Wo er am Anfang an der Waage vorbeigelaufen ist, kann ich ihn dann nochmal drehen, dass er nochmal andersrum da drauf läuft. Und es ist einfach einfacher, den zu positionieren. So, dann müssen wir dasselbe jetzt noch mit Laila versuchen. Und mal sehen, ob auch die mitspielt. Laila, Training. Komm her, komm mit. Jawohl. Prima. Schnüffeln, komm mit, komm. Komm. Target. Leichter als gedacht. Jawohl. Fein. Nächster Schritt ist dann die Waage. Und dann wird es eben mal spannend, ob die das machen, weil die ist dann aus Metall. Mal sehen. Wird sich zeigen. Gleich wird's ernst. In diese Stube darf im Moment nur Christian Patzer. Die Riesenotter haben Hunger. Er hatte sich Sorgen gemacht zuletzt. Zu oft haben die Eltern ihre Kinder hin und her geschleppt. Aber die Kleinen haben sich gut entwickelt. Sieht doch schön aus. Alle fünf da. 1, 2, 3, 4, 5. Alle da. Sehen gut aus. Wenn Mutti nicht da ist, kuscheln die sich dann irgendwann immer fein zusammen. Jetzt erstmal Fisch sortieren auf 4 Portionen. Sagen wir 4-mal am Tag füttern. Früh, Vormittag, Nachmittag und Abend oder Spätnachmittag. Und da teile ich das jetzt so auf 4 Portionen auf. Und dann gehen wir um 11 füttern, da wo sie sind, ob sie drin sind oder draußen, je nachdem. Und dann schauen wir mal, ob Ciao sich wieder eins nimmt, zum Babyschwimmen rausgeht. Wir sind alt genug, um die Unterwasserwelt kennenzulernen. Fadi zieht sie zum Babyschwimmen raus.
ist auch schon gesehen worden, dass Mutti auch eins mit rausgenommen hat. Aber bis jetzt hat es für mich den Eindruck gemacht, dass Mutti das nicht so gerne möchte, wie es halt so ist. Vati sagt, du musst da jetzt durch, und Mutti hat Angst ums Kind. Erstmal gibt's eine Stärkung hinter den Kulissen. So, weil jetzt hier nebenan gleich die Wurfbox steht von denen und die sich eventuell gestört fühlen, müssen wir jetzt erstmal alle raus und ich gehe mal alleine gucken. Gibt's jetzt was zu essen hier drin, ne? Alles klar. Juhu, schmecken lassen. Fein essen. So, hab sie jetzt schnell drin gefüttert. Die fressen jetzt und können wir gucken gehen. Draußen am Beckenrand. Oh, da versammeln sich schon. Schönen guten Tag. Schaulustige. Ja, die fressen jetzt erstmal auf und ob sie nun jetzt rauskommen oder nicht, abwarten. Meistens so 5 bis 10 Minuten dauert's. Warten. Auf die kleinen Schwimmstars. Hm. Hoffentlich bleibt's heute nicht nur bei Trockenübungen. Hoher. In anderen Umständen. Nur, wann ist es endlich soweit? Ihre aktuellen Blutwerte sind gerade vom Labor eingetroffen. Und schon weiß Dr. Bernhard mehr. Wir haben noch sehr hohe Progesteronwerte. Die sind bei jedem Elefanten und bei jeder Trächtigkeit individuell verschieden. Deshalb ist es also auch wichtig, im Vorfeld schon mal Proben zu nehmen, um sozusagen die Ausgangslinie zu haben. Wir warten jetzt im Grunde genommen auf einen starken Abfall dieser Werte, die dann sozusagen die Geburt signalisieren, dass die in den nächsten 1 bis 3, maximal 4 Tagen dann erfolgt. Wir sind im Mittel so zwischen 2 und 3 Nanomol pro Liter. Wichtig ist eben, den Zeitpunkt mitzubekommen, wo es dann eben unter 1 Nanomol wirklich abfällt und dann auch unten bleibt. Und wie kann man das interpretieren? Keine Bewandtnis. Gibt es einen Trend? Das ist wahrscheinlich von der Aussagekraft schlechter als Lotto spielen jetzt. Also sie ist tragend und sie wird natürlich in die Geburt kommen, aber wann entscheidet allein das Kalb? Nicht mal Hoher selbst, sondern von der Reife des Kalbes geht praktisch der erste Impuls zur Geburtseinleitung dann aus. Die Natur geht ihre eigenen Wege. Wie es auch kommt, wir werden dabei sein. Was für ein Tanz. Seepferdchen im Aquarium. Sind neu hier, müssen sich einleben in Leipzig. So, das Futter aus dem Kühlschrank. Lothar Dudek und Corinna Wirth versuchen, ihnen die neue Umgebung so schmackhaft wie möglich zu machen. Also, wir haben hier lebende Artemie. Artemien sind saline Krebse und das fressen hier die Seepferdchen auch sehr gerne. Die haben wir seit einer knappen Woche und sind aus dem Zoo Frankfurt und dort nachgezogen worden. Wir entnehmen also keine Tiere aus der Natur hier in dem Fall. Das ist so eine Sache, die die Zoos verstärkt probieren. Dazu haben wir hier noch eine andere ähnliche verwandte Art, die sogenannte liegende Seenadel. Nur eine recht einleuchtende Namensgebung. Sowohl bei den einen wie bei den anderen. Seepferdchen sind ja, sagen wir mal, zählen ja mit zu den absoluten Favoriten für die Besucher. Und wenn man die nicht zeigt, dann kriegt man immer wieder Rückfragen, wo sind denn die Seepferdchen? Die Schwierigkeit beim Seepferdchen liegt auch ein bisschen darin, Seepferdchen werden in der Natur nicht allzu alt und dann demnach auch in Gefangenschaft nicht. Und man muss so alle 2, 3 Jahre zumindest sich dann
neue anschaffen bzw. welche nachzüchten. Okay, dann machst du mal schnell auf. Da wollen wir mal schauen. So. Wollen wir mal gucken, wie sie fressen, unsere Lieblinge. Lothars Lieblinge sind recht speziell, was Futter angeht. Also Futterspezialisten in dem Sinne, weil sie sehr langsam fressen. Also fressen sehr langsam, deswegen brauchen die auch, also ist sinnvoll, halt eine Strömung drinnen zu haben, damit das Futter immer in Bewegung ist, wenn es nicht lebend ist, damit die wirklich im Prinzip wie in so einer Art Wolke schweben, in einer Futterwolke, dass die dann wirklich auch satt werden. Also das ist sehr praktisch. Mal sehen, ob der Plan aufgeht. Gut, dann mal hinein mit euch. Na dann, guten Appetit. Martina Molch im Tunnel des Gondwanalands. Hier wird der Tag zur Nacht gemacht. Ihre Tiere brauchen das so. Der kleine Arsch hängt hinten noch aus der Bambusröhre raus. Da sieht der Pfleger im Finstern. Besuch bei einer scheuen Dame. Wo ist denn mein Blümchen? Hallo, Süße. Süße, du guck mal. Komm mal raus, komm. Feines mitgebracht. Hier, Weintraube. Süße, eine ganz süße Weintraube. Guck mal. Plump Lori Mercedes. Noch nicht so richtig auf Touren. Wollen doch mal ganzen Körper sehen vom Tier. Geht das? Jetzt kommst du ja nicht. Das ist ja gut. Jetzt kommst du. Sieht ja gut aus. Jetzt kommst du. Guck mal. Machen wir hier was hin? Ja, so langsam kommt sie in die Gänge. Ganz langsam. Komm, ich hab gesehen, dass du schon Hand vorgenommen hast. Aber ich geh erst mal raus, sonst dauert das jetzt doch ein bisschen länger, als ich dachte. Komm raus, Süße, komm. Mercedes. Was wohl? Erkundet sie jetzt. Ja, das ist jetzt langsam, aber sie, ich sag mal, es ist langsam, ja. Jeder hat eben so seine Art. Und das ist gut so. Mittagspause bei den Tapiren. Jetzt ist sie vorbei. Soll ich Tapir wecken gehen? Hey, ihr zwei. Timo will's wissen. Na, steht mal auf. Geht gleich los. Der gewichtige Auftrag geht in die zweite, alles entscheidende Runde. Jawohl. Kuppa, Schopp. Die haben noch Siesta, die beiden. Na, aber gleich sind sie wach. Jetzt ist Premiere. Also wir haben die Tapire noch nie gewogen. Und jetzt haben wir uns eine Waage von den Elefanten ausgeliehen. Und gucken mal, ob sie draufgehen oder nicht. So, Kopasch Training. Jawohl. Fein. Ich lasse mir jetzt erstmal ein bisschen Zeit, hier in Ruhe rumzuschnüffeln. Suspektes Ding. Aber der scheint schon so ein bisschen angespannt zu sein, man merkt das. Manch einem nicht unbekannt. So kurz vorm Wiegen. Ich habe den Verdacht, der riecht, dass die Waage noch nach Elefant riecht. Sowas. Macht die Sache nicht leichter. Komm mal her, komm. Komm mal. Komm mal her. Jawohl. Prima. Komm mal her. Na? Jawohl. Fein. Prima. Klasse. Super.
Ja, aber. Kopasch. Target. Target. Ei, klasse. Okay, Maria, hast du? 306. 306, krass. Ja. Ist auf jeden Fall ein gutes Gewicht. So 300 rum liegt echt gut für einen Mann. Idealgewicht. Und komm her, Kopasch, komm. Ja, weil dann versuchen wir die wieder zu tauschen, no? Dass er reingeht und dann mit ihr dasselbe Spiel. Alles klar. Und jetzt also Leila. Ja, weil. Frauen super. Stehen ja mit der Waage manchmal Feinde. Auf Kriegsfuß. Prima. Für einen von euch geht's jetzt ab mit Papa zum Babyschwimmen. Was? Erstmal Wasser kennenlernen und schwimmen lernen und tauchen und alles, Luft anhalten. Und dann, obwohl sie blind sind, lernen sie schon die Ein- und Ausstiege kennen. Wie laufen lernen. Nimmt immer nur eins, aber wie es aussieht, sind es verschiedene. Kleine Naturtalente. Wir haben so einen Reflex, dass wir, sobald die unter Wasser sind, aufhören mit Atmen. Und die Eltern scheinen zu wissen, wie lange das auszuhalten ist für so ein Jungtier. Und dann immer, wenn es fietscht, hat es mal kurz Luft geholt und wird wieder geditscht. Für Madisha, die Mama, ist das alles zu wild. Ja, wenn es nach ihr ginge, wird es nicht so oft sein, aber habe ich den Eindruck. Aber er macht es eben sehr regelmäßig. Sie selber schleppt kaum Jungtiere raus. Es ist erst einmal von uns gesehen worden. Und dann schwimmt sie ja immer mit hinterher und guckt nach, was er macht. Also, ob sie es nun will oder nicht, keine Ahnung. Aber jedenfalls toleriert es. Und er macht es eben. Und ist völlig normales Verhalten. Joe weiß ganz genau, was er den Kleinen zumuten kann. Und da vertraut Christian Patzer ihm jetzt auch. Wegen dem Babyschwimmen habe ich keine Sorgen gehabt. Das war das allgemeine Rumschleppen, dass sie eben zweimal am Tag umgezogen sind. Das war nicht so, wie es die anderen berichtet haben. Und ja, aber bis jetzt sieht alles gut aus. Und das mit dem Babyschwimmen ist halt normal. Da fangen die mit 14 Tagen an und machen sie eben so. Alles entspannt. Ja, sieht alles gut aus. In über 3 Wochen leben alle 5 noch. Was will man mehr? Und machen kann man eh nicht. Da ist noch mal. Joe nimmt seine Vaterpflichten sehr ernst, tobt schon mit dem Nächsten durchs Wasser. Mama Madisha kümmert sich da lieber nebenan um die Trockenpflege. Langsam, aber sicher nähert sich Plumblori Mercedes dem Ziel. Das wäre mehr. Na, machst du fein. Du machst das fein, klar. Ein Jahr lang war Mercedes auf Diät. Ihr Gewicht hat sich mit Martinas Hilfe von über 700 Gramm auf 430 reduziert. Ich bin froh, dass es so viel abgenommen hat. Und das liegt aber jetzt auch im Rahmen des, was sein sollte und machbar ist. Es geht wirklich nicht darum, die mit Gewalt runterzuhungern, weil das wäre Quatsch. Ne? Aber man sieht ja auch, das Tier fühlt sich wohl, die bewegt sich gut, da geht es auch gut. Und es ist alles dosiert geschehen.
Da fehlen auch nur noch ein paar Gramm bis zum Idealgewicht. Und regelmäßig wird gewogen. Das machen wir dann morgen früh, weil das ist die Zeit, wo die eigentlich schläft. Da können wir sie am besten auch greifen. Also wenn man jetzt hier reingeht und denkt, naja, die ist so langsam, da gehe ich mal hin, dann ist die auch ganz schnell weg. Die Rückzugsmöglichkeit, Flucht, weil die dann schon weiß, da ist irgendwas, was nicht stimmig ist. Also so hier einfach rein und die mal abflicken, ist nicht. Mercedes Welt teilt sich ganz klar in Gut und Böse. Martina die Gute. Doch wer ist der Böse? Ich hoffe, der Micha kann das morgen machen, weil ich frage dann immer andere Tierpfleger, ob die das dann für mich machen. Weil ich sag mal, dieses schöne Vertrauensverhältnis, was ich jetzt so habe, das möchte ich einfach jetzt nicht erschüttern, weil es kann dann sein, die nächsten 3 Tage ist eingeschnappt. Wer weiß, was morgen kommt. Schnell noch mitnehmen. So viel wie möglich. Die Seepferdchen schwebend in einer Futterwolke. Ganz ohne Eile. Jetzt werden sogar die liegenden Seenallen ein bisschen mobiler. Diese Muße beim Fressen ist nur eine ihrer vielen Besonderheiten. Es wäre schwierig, sie mit anderen Fischen zu vergesellschaften. Oder sagen wir mit schnell fressenden Fischen zu vergesellschaften. Und die würden alles wegfressen und die hätten keine Chance, das Futter zu erbeuten. Auch die Strömung, es soll zwar ein bisschen Strömung sein, aber sie darf auch nicht zu stark sein. Da müssen sie sich dann immer festhalten. Festhalten. Selbst das lösen sie elegant. Was es auch interessant macht, es sind ja nicht alle Seewassertiere nachzüchtbar. Die sind nachzüchtbar. Das ist auch eine interessante Sache. Vielleicht haben wir mal Glück. Aber dort ist natürlich die Schwierigkeit, dass man dann eine Futterkette aufbauen muss, die also für die verschiedenen Größen dann das passende Futter muss man da bereitstellen. Und das muss auch noch im Seewasser schwimmen. Also es nützt nicht, draußen irgendwelche Wasserflöhe zu fangen, die sterben zu schnell. Ist sie dem besonders? Auch die Geschlechter haben ihre ganz eigene Rollenverteilung. Die Männchen brüten im Prinzip die Eier aus. Also die machen die Brutpflege, anders als bei uns. Ja. Die Männer haben einen Brutbeutel und dort werden die Eier reingelegt und dort schlüpfen die dann praktisch. Schau, was es alles gibt. Na Gott sei Dank bin ich kein Seepferdchen. Das wäre ja schlimm. Noch tanzen sie ganz im Verborgenen, hinter den Kulissen. Dieses kleine Becken hat den Vorteil, dass man eine höhere Futterdichte herstellen kann. Und dann wachsen sie hier hinten schneller und dann sind sie dann stabiler, wenn wir sie vortun. Also ich würde schon noch sagen, Monat zumindest. Zur Saisoneröffnung. Dürfte auch der Frühling da sein. Zur Saisoneröffnung. Na dann, auf ein baldiges Wiedersehen. Laila, hey. Lailas ja? Weg zur Waage. Mach zu! Jawohl. Komm. Ich lasse jetzt auch erstmal einen Moment hier in Ruhe rumschnüffeln.
Das Zünglein an der Waage, wer ist denn nun schwerer? Kopaschi oder Leila? Sie war vorher schon noch ein bisschen schmaler, so am Kopf und so merkt man schon noch. Rüssel und alles ist ein bisschen schmaler, aber ansonsten hat sie auch schon gut viel zugelegt. Also viel leichter kann sie eigentlich nicht mehr sein. Na, mal sehen. Leila, hey, Target. Leila, Target. Fein, fein, fein. Prima, jawohl. Super. Leila. Target. Leila, hey. Target. Hast du? 326. 326? Ja. Wow. 326. Rund ja, und gesund. Super. Hast den Kupfer schon überholt. Super. Ja, jetzt hat man wenigstens mal einen Anhaltspunkt und kann mal sehen, wie die sich entwickeln. Schon alleine die Umstellung zwischen Sommer- und Winterfütterung und auch wenn sie mal trächtig ist oder so, das ist schon auf jeden Fall gut. Oder auch im Falle, dass mal ein Tier krank ist, dass man einfach eine Kontrolle hat. Ein weiteres Geheimnis der faszinierenden Kolosse gelüftet. Und? Tat auch gar nicht weh. Am nächsten Morgen, ganz arglos, hängt der kleine Arsch wieder aus der Röhre. Aber es braut sich was zusammen. So, drüber strüffeln, reinscheuchen. Klappe zu. Ja, reinscheuchen besser, wie es mit reinscheuchen ist. Gut. Warte mal, ich warte vielleicht, dass hier hinten ist eine Karte, nicht dass die ja, gerade ist. Das ist eigentlich egal. Das habe ich abgesägt, da ist nicht gerade. Micha Ernst ist gekommen als Böser eben. Nee, ist auch okay. Also das machen wir ja so bei mehreren Tierarten so. Also die vertrauten Pfleger, wenn es dann wirklich mal ins Fangen geht, sollten dann nicht unbedingt die Hände im Spiel haben. Und da bin ich lieber der Böse. Das ist schon okay. Genau. Ja, so, wir fangen mal an, oder? Ja. Waage hast du hier? Gut. Waage, habt ihr die schon so? Ja. Sag mal, ich kann die doch auch mit dem Hölzchen wiegen, oder? Das können wir also, doch dann zurückwiegen, ne? Und ich kann nur sagen, wenn die nur ins Netz geht, Netz kann man uns zumachen. Ich würde mich jetzt mal hier diskret zurückhalten. Mach das, die hatte ich eh schon gehört. Ich werde es auch sagen, dass du hier bist. Ja. Micha, im Anmarsch. So, du alte Schnulle. Jetzt kommt der Ernst des Lebens. Komm. So, gehen wir noch ein Stückchen. Jetzt ist er genau auf dem Übergang zwischen beiden sitzen geblieben. So, gehen wir noch ein Stück, Madame. Komm. Weil das schön ist. Hopp. Eingesackt. Und verpackt. So. Das hätten wir jetzt erstmal hier drin, das Tier. Und das hätte anders ausgehen können. So, ich hätte jetzt hier einen Plumplori. Die können herzhaft beißen. Das sind ja auch Insektenfresser. Also die auch so harten Panzer von irgendwelchen Käfern und Würmern und sonst was. Also die können beißen, das tut weh. So, jetzt haben wir 960 und jetzt müssen wir nur den ganzen Scherbel zurückwiegen. Kannst du mal 960 aufschreiben, weil es ist noch so früh, das kann ich mir nicht merken, so große Zahlen. So, sie kommt jetzt erstmal raus hier. Kannst du dich mal irgendwo anders festhalten? Dankeschön. So sieht ein verstörter Plumplori aus, der aus seinem schönen Tagschlaf zum Wiegen geweckt wurde. So, jetzt wiegen wir mal zurück, damit wir das wissen. Stunde der Wahrheit. Konnte Mercedes die 430 Gramm halten? 550. Genau. Da sind wir bei ziemlich genau 410 und das ist eigentlich ein schönes Gewicht. Top-Gewicht. Das ist ein schönes Gewicht für ein Plumplori. Das wäre, also jetzt habe ich schon wieder Plumplori gesagt. Es klopft auf den Plumps. Nee, es ist ein schönes Gewicht für einen Plumplori. In einem Jahr das Gewicht halbiert. Und jetzt noch mal 20 Gramm runter. Das ist gut für sie. Ja, unten im Tunnel sind wir ja mit Diät sind wir ja ganz gut. Dem möchte ich auch mal hier eine Diätassistenz auf. Erst mit dem Opossum, jetzt mit dem Plumplori. Mal sehen, was wir demnächst noch für übergewichtige Tiere hier reinkriegen. Ich gehe jetzt, bei mir brauchst du es nicht anfangen. Und Mercedes?
Geht auch lieber. Passt ihr jetzt sehr bequem in ihre Röhre. Die Orang-Utans haben Hunger. So richtig reinhauen, das wär's jetzt. Und das erwartete Gute, das kommt von oben. Doki, komm. Dokana. Hey, komm. Die Speisung der 10 Orangs. Alle werden satt. Dokana. Okay. Aber Dokana, der fliegt das rohe Gemüse jetzt nicht einfach mehr so ins Maul. Jetzt ist Grips gefragt. Denn nebenan, da bereitet Johannes Großmann vom Max-Planck-Institut neue Herausforderungen vor. Heute geht es um Werkzeuggebrauch und Menschenaffen sind bekannt dafür, dass sie in freier Wildbahn eine ganze Reihe von Werkzeugen verwenden. Und das Werkzeug, was unsere Orangs heute hier verwenden werden, ist ein Strohhalm. Das erste Werkzeugpaar, was die Orangs kriegen, sieht so aus. Also ein Plastikschlauch, in dem einen steckt ein Metallrohr mit Loch und im anderen eins ohne Loch. Ja. Nur mit einem Strohhalm kann man schlürfen. Ob Dokana das rauskriegt, das gibt's beim nächsten Mal. Und ein Baby bei den Giraffen. Und die Erdmännchen, die beziehen ihre Sommerresidenz. Das und mehr in der nächsten Folge von Elefant, Tiger und Co.